Und damit willkommen zurück. Wir sind hier unten in unserer gerade eben erschlossenen Mine. Sind gerade noch ein bisschen dabei, nachdem ich ein kleines Päuschen gemacht habe, hier noch den Cobblestone wegzubauen, damit ich einfach noch ein bisschen Inventar freikriege. Ob es uns jetzt was nützt, weiß ich noch nicht. Aber wir haben ja doch noch einige Geschichten, die wir rausholen wollen. Zumindest erstmal damit anfangen, bis dann wirklich das Inventar sagt, gut, bis hierhin und nicht weiter. Ha! Ist schon ein ganzes Stück Arbeit, was jetzt hier noch auf uns wartet, auf jeden Fall. Weil so eine Mine kennen wir ja. Ist ja jetzt nicht immer klein. Also, ist eigentlich nie klein. Um es mal ganz klar zu sagen. Deswegen, ich fange ja erstmal mit der Kohle an, werden wir uns jetzt der Sache einmal annehmen. Und mal gucken, bis wohin wir kommen. Ich sag, so viel Kobbel wie möglich lasse ich jetzt erstmal hier. Baue mir das eben erstmal schon mal zu. Da weiß ich zumindest dann auch auf der anderen Seite, dass ich da schon mal gewesen bin. Gut, da oben haben wir jetzt zum Beispiel noch Eisen. Da könnten wir uns mal versuchen, noch kurz hinzubauen. Wenn das hier so ein bisschen verbastelt ist alles, aber sagt bestenfalls lassen wir eben auch gleich wieder so eine Sachen hier. Wir machen da gar nicht erst großartig weiter. Es wird schwierig werden. Es wird ganz schwierig werden hier. Weil wie gesagt, wir müssen erstmal irgendwo anfangen jetzt. Ich würde mich jetzt erstmal hier nach hinten begeben, so weit wie ich komme. Wobei das ja jetzt hier wahrscheinlich... Naja, ich habe es mir schon fast denken können, das ist eine Nummer groß. Das ist eine ganze Nummer groß hier. Dass wir erstmal das Wasser irgendwie ein bisschen abknapsen können auf der einen Seite. Und dann geht das ja aber hier durch diese Schlucht hier, die sich hier so ein bisschen auftut, in alle Richtungen eben minenartig weiter. Und das ist dann schon wieder Hardcore. Na. So, suche ich mir eben erstmal so eine Sackgasse hier, um noch ein bisschen den Kobbel loszuwerden. Gerade so ziemlich die einzige Möglichkeit, die ich hier habe. Wenn jetzt hier auf dem Weg zurück nicht mehr unnötig irgendwas war, kann ich das ja auch mal so machen. Geht das dann ein bisschen schneller. Aber es geht eben dann auch wieder in so viele Richtungen und gerade diese Schlucht da jetzt auch noch mit dazwischen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Da braucht man erstmal jetzt irgendwie ein bisschen gesunden Verstand. Wo wir denn da am besten anfangen mit der ganzen Nummer hier? Na, wie gesagt, ist schon groß. Und das geht in so viele Richtungen. Und da weiß ich eben nicht, wie ich am besten jetzt verfahren soll, anfangen soll. Überhaupt das machen soll. Ist mir gerade alles noch ein bisschen too much hier. Wenn das jetzt alles so eine Sackgassen sind hier, ja gut, dann ist das schön. Dann kann ich zumindest erstmal ein bisschen hier das Zeug loswerden, klar. Auf der anderen Seite, ich hätte jetzt, klar, ich habe gerade zweimal Lava zugemacht. Ich hätte es da auch einfach reinschmeißen können, ich Idiot. Das war ja auch wieder 10 von 10 geil jetzt. Echt. Hätte ich doch da reinschmeißen können, sag mal.
Es ist ja wieder mal klassisch gewesen. Das war wieder mal so ein klassisches Nicht-Nachgedacht. Hier oben war aber jetzt lavatechnisch eher nichts mehr. Das ist eher so Wasserschlucht. Auch nicht gerade klein. Ich weiß nicht. Und was man sagt. Ja, Masmaragd. Hier haben wir eine Kiste, die leer ist. Warum sind die denn immer alle leer? Oder bin ich hier doch schon mal gewesen? Kann ja nicht sein, hier ist ja noch so viel Zeug. Wieso treffe ich denn jetzt hier mal auf leere Kisten, sag mal? Macht ja mal gar keinen Sinn. So, wo kommt denn das Wasser her? Hier. Da ist Lava. Da könnte man sich jetzt mal ganz geschickt nach oben wurschteln. Und da jetzt einfach mal Zeug verbrennen. Es ist ja jetzt nicht mehr so viel, aber weit weg ist es weg. Sagen wir es mal so, wie es ist. So, und jetzt müssen wir uns das trotzdem mal ein bisschen hier vorsortieren. Die Schienen, ja gut. Könnte ich mir jetzt fast hier unten sogar noch ein paar mehr mitnehmen. Aber wie gesagt, wo anfangen, ne? Oder doch erstmal zurückgehen und abladen und mir dann mal in Ruhe einen Plan schmieden hier, ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir 11 Schienen, also können wir ja erstmal ein paar mitnehmen trotzdem. Ein bisschen Eisen. Was wir jetzt erstmal haben, das haben wir. Puh, Gold können wir. Können wir erstmal. Auch nochmal Smaragd dahinter. Cool. Das ist ja erstmal soweit ganz schön. Es ist ja nun auch auf dem Level hier, sage ich mal, wo wir sogar mit Diamanten zu tun haben könnten. Wir haben ja selten Minen, die so weit unten sind, dass wir auch auf dem Diamant-Level wären. Ja. Das war das. Und hier sind wir hergekommen. Das muss ich mir mal ein bisschen hier irgendwie kennzeichnen. So, hier geht es auch noch nach hinten. Da hatten wir noch mal Smaragd. Da ist jetzt aber auch schon Sackgasse. Könnten wir ja alles mal so ein bisschen schon mal halt. Könnten wir ja alles schon mal so ein bisschen zumachen. Die ganze Nummer hier. Weil, wie gesagt, das ist ja alles noch groß genug da hinten dann. Wenn wir einmal in dieser Schlucht dann drin sind und dort von einem Strang zum nächsten hüpfen können, irgendwie mal, irgendwann mal. Auf der einen Seite hätte ich schon Lust anzufangen, auf der anderen Seite ist die Motivation gerade nach den ganzen Folgen, die wir hier unten schon rumhantiert haben, doch etwas abgebaut. Da kann ich eigentlich schon gar nicht mehr großartig drüber nachdenken jetzt. Weil ich weiß, am Ende verirre ich mich vielleicht doch und ja, wohin dann, ne? So, dass wir sagen, hier sind wir hergekommen. Das ist jetzt erledigt. War hier noch fackeltechnisch irgendwas? Ich glaube, hier ist noch eine. Der Rest war dunkel. So, sagen, hier machen wir zu. Da auch erst gar nicht mehr drüber nachdenken, da nach oben zu gehen. Zu. Und dann geht es ja eigentlich nur in die Richtung hier. Und dann können wir ja versuchen, das Ganze zumindest ein bisschen aufzuarbeiten. Ich weiß noch nicht wie. Weil, wie gesagt, wir haben hier die Schlucht. Dann geht es ja hier nach oben. Hier um die Ecke. Mal sehen. Überall halt auch mit Wasser, ne? Wo kommt das denn wieder her? Hier. Tja, man weiß nicht, wo man anfangen soll.
weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Mit dieser Scheiße hier unten. Ah, wie gesagt, mit der Orientierung hapert es jetzt, weil sie es eben doch so aufschnöselt hier. Hier und auch hier, da waren wir aber. Hier unten waren wir gewesen, hatten wir jetzt einen Cobblestone verbaut hier, genau. Dann könnten wir das aber obligatorisch, jetzt habe ich fast so viel Cobblestone verbaut, dass ich mir eigentlich schon wieder welchen mitnehmen muss, um das hier so ein bisschen zuzumachen. Um da nicht nochmal reinzugehen. Geht aber eben da nach oben jetzt auch nochmal weiter. Schwierig, wirklich schwierig einzuschätzen, die Geschichte. So, hier ist Sackgasse. Hier ist erstmal Sackgasse. Könnten wir also auch schon mal zumachen. Puh. Ja, aber dann, ne? Fängt's an mit der Orientierung zu hapern gleich. Ganz schön gewaltig sogar. Naja. Wie gesagt, der allergrößte Notfall, Plan B, gibt's immer. Nach oben graben wieder, wenn wir wirklich nicht weiter wissen. Puh, aber kann eben auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Wo wir es doch so einfach hätten mit dem Zurückgehen. So, hier ist auch nichts drin. Ich verstehe das nicht, warum wir hier ständig mit leeren Loren zu tun haben. Ist das einfach nur ein Fehler oder sind wir doch schon mal durchgerissen? Da hätte ich aber nicht die ganzen Sachen hier da gelassen. Gerade weil es ja auch coole Sachen sind. Ich meine, Eisen, ja, hätte ich noch verstanden. Kohle auch, aber wir hatten ja auch Gold und auch Smaragdenhaufen hier schon gehabt jetzt. Also das ist ja... Wäre fast schon wieder zu wild. Mal ein bisschen so, dass das hier runterkommt. Dankeschön. Ne, ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass wir hier leere Loren haben. War ja selbst im Spawner schon der Fall, den wir vor einiger Zeit gefunden hatten. Hier ist eben auch Gold und sowas, also gewesen sein kann ich hier noch nicht. Die sagt mir ja auch gar nichts, gerade in Kombination mit dieser Schlucht da hinten so, das ist ja alles irgendwas... Wo ich definitiv noch nicht gewesen sein kann. Drunter ist nochmal Gleise, die nehmen wir noch. Skurril. So, wie weit geht's hier hinten noch? Unterteilt sich's nochmal? Nö. Können wir das auch aufarbeiten? Es plätschert eben hier und da noch ein bisschen, aber... Kann eben auch alles mit der Schlucht da oben drüber noch zu tun haben. Weil zu 100% werden wir so eine Mine eh niemals looten können, weil die ist ja immer dann, das verschnörkelt sich ja so sehr, da finden wir ja manche Abschnitte auch gar nicht. Das ist auch mal klar. Jetzt bin ich schon wieder an einem Punkt, wo ich fast keinen Bock mehr auf Kohle habe, ehrlich gesagt, weißt du was, komm. So, da haben wir das. Da hinten waren wir, das haben wir. Hier drüben geht es in diesen Hauptstrang. Also müssten wir hier mal zumachen. So. Und uns mal hier rüber weiter orientieren jetzt. Das ist meistens dieses Hauptteil hier. So, und da machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis gleich.